Hallo und guten Morgen an den Bildschirm. Mein Name ist Dirk Görz und ich kümmere mich bei der Deutschen Post um das Dialogmarketing. Und eins vorweg, ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie ich diese Eröffnungssequenz gestalte. Ich dachte, ich müsste was OMR-adäquates, Hippes machen. Ich habe mir die YouTuber angeguckt, wie die mit ihren Signature-Moves immer bäm mit der Hand ins Video kommen. Ich habe gedacht, ich springe aktiv vor dem Bildschirm. Da dachte ich, ach, lass lieber der Rücken. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, vielleicht relativ langweilig, mich einfach hinzustellen und anzufangen zu reden. Und das ist vielleicht ein ganz guter Übergang. Relativ langweilig. Wenn man sich das OMR-Programm anguckt, dann sind Vorträge über Printmailings zum einen rar gesät und zum anderen vielleicht nicht der heißeste Scheiß auf dem Planeten. Und ihr habt euch eher für ein, zumindest auf den ersten Blick, relativ langweiliges Thema entschieden. Und auch wenn der ein oder andere eure Entscheidung als mutig, als verwegen oder vielleicht als nicht nachvollziehbar empfindet, ich empfinde sie als vollkommen richtig. Denn auch wenn wir nicht super sexy sind als Medium, so sind wir wahrscheinlich eins der effizientesten. Und wenn ihr mit mir die nächsten 45 Minuten zusammen durch die Präsentation geht, dann werdet ihr hoffentlich auch davon vollends überzeugt sein. Was möchte ich mit euch machen? Ich möchte die nächste Dreiviertelstunde nutzen, um euch nahezubringen, warum Printmailings für Bestandskommunikation eine richtig gute Idee sind. Das möchte ich in drei Schritten tun. Im ersten Schritt möchte ich euch erklären, dass es tatsächlich gar kein Widerspruch ist, wenn ein Offline-Medium wie Printmailings bei den Online-Marketing-Rockstars auftaucht. Im zweiten Schritt möchte ich euch die neueste Printmailing-Studie vorstellen, nach der ihr dann hoffentlich total begeistert seid und sofort loskauft und sagt, wo kriege ich das verdammte Zeug? Und als drittes möchte ich euch erklären, warum wir eigentlich deutlich digitaler sind, als sich der ein oder andere vielleicht vorstellt. Beginnen wir mit eins und vielleicht vorweg, ich habe vorhin gesagt, ich kümmere mich um Dialogmarketing, wir sprechen über Printmailings. Lasst uns doch einmal ganz kurz klären, worüber wir hier eigentlich sprechen, damit wir alle die gleiche Ausgangsbasis haben. Vereinfacht ausgedrückt ist das, worüber wir hier reden, das, was bei euch im Briefkasten landet. Und wenn der ein oder andere mal ein bisschen näher hingeguckt hat, so ist ihm vielleicht aufgefallen, dass es grundsätzlich drei Arten gibt von Adressierungsgraden. Das heißt, es gibt einmal das volladressierte Mailing, das ist der Max Mustermann, der in die Musterstraße in der Musterstadt geht. Dann gibt es die Teiladressierung, die Fitnessfreaks, die Hundeliebhaber, die Weinkenner. Das ist eine sogenannte Teiladressierung. Und dann gibt es die unadressierten Sendungen, meistens auch Flyer. Ersteres, die Volladressierung, wird meistens dazu genutzt, um Bestandskunden anzusprechen. Da habe ich die Adressen, die kann ich einfach anschreiben. Das zweite, die Teiladressierung, wird meistens dazu genutzt, um Neukunden anzusprechen. Und das dritte, die nicht adressierte Sendung, ist eine, die ich vor allen Dingen für Umfelder brauche. Das heißt, um den Möbelladen, um die Pizzeria oder um den Supermarkt. Um euch eine ganz kurze Einordnung von Preisen zu geben, ein volladressiertes Mailing startet ungefähr bei 28 Cent, das teiladressierte bei 14 und das letzte bei 7 Cent. Das heißt, damit ihr so ein ungefähres Gefühl dafür habt, der Preis halbiert sich in etwa holzschnittartig mit dem Adressierungsgrad, der dann ein Stück weit runtergeht. So, nachdem wir nun geklärt haben, worüber wir eigentlich reden, müssen wir noch einen Schritt weiter ausholen und müssen uns der Frage nähern, warum offline auf einem Online-Marketing-Festival. Und dazu bitte ich euch, einfach mal zu überlegen, wie viel offline macht euer Leben eigentlich aus? Eine 2019er Studie hat ergeben, dass wir 3,7 Stunden am Tag am Smartphone hängen. Das ist natürlich ein Haufen. Aber wenn man denkt, dass der Tag 24 Stunden hat und ich die 4 Stunden abziehe und auch noch ein bisschen schlafe, dann bleibt da halt noch ziemlich viel über. Und da ist eine ganze, ganze Menge Zeit vor Offline-Leben, für Offline-Kommunikation und für Offline-Touchpoints. Und tatsächlich ist es so, dass man schätzt, dass 75% der Touchpoints und des gesamten Lebens einfach noch offline stattfinden. Und das müsste euch auch auffallen, weil ihr geht natürlich raus. Ihr geht natürlich zum Supermarkt, ihr geht einkaufen, ihr geht zu Freunden. Ihr seht ein 18-Eintel draußen, eine Großfläche, ihr seht ein Citylight-Poster, ihr seht meinetwegen den bedruckten LKW, ihr habt eine Zeitschrift in der Hand, ihr geht in den Laden. Und da ist einfach noch verdammt viel offline. Oder anders, vielleicht sogar noch ein besseres Beispiel. Wir sind hier bei den Online-Marketing-Rockstars und es ist sehr gut, dass das Ganze so stattfinden kann, wie es jetzt stattfindet, nämlich digital. Und deswegen ist die Frage, wie viel eigentlich offline und online ist, natürlich jetzt nochmal eine andere, wenn man gerade vor einem Bildschirm sitzt. Aber wenn ihr an die OMR denkt, dann ist das, wofür die OMR steht und das, was ihr eigentlich damit verbindet, das Offline-Festival.
Das heißt, auch hier gibt es quasi schon eine Vermischung von den Online-Marketing-Rockstars und dem, woran ihr denkt, dem Offline-Marketing-Festival. Oder vielleicht noch viel besser, der Kollege Westermeier hat sein eigenes Magazin rausgebracht. Darauf steht übrigens 100% digitaler Inhalt. Das Ganze befindet sich in einem 100%igen Offline-Format. Das heißt, online und offline sind für uns alle noch da und online und offline sind in unserem Leben und sind vermischt. Und wenn man das weiter runterbricht und an eine Customer Journey denkt, dann ist es eben so, dass der Kaufentscheidungsprozess von den Kunden oder den potenziellen Kunden eben nicht so stattfindet, dass sich jemand online informiert, dann online kauft, online votet und so weiter und so fort, sondern der wird offline Touchpoints haben. Der wird ein Plakat sehen, wie gerade gesagt. Der wird einen Katalog in der Hand haben. Der wird eine Zeitschrift in der Hand haben. Und somit begleitet dem Kunden eben nicht nur ein digitales oder ein analoges Format, eine digitale oder analoge Kommunikation, sondern eben beides. Und darum macht es ganz schön viel Sinn, dass wir als Offline-Medium auch bei den Online-Marketing-Rockstars sind. Dass das übrigens auch schon die Welt da draußen begriffen hat und dass wir tatsächlich noch deutlich vorkommen als Offline-Medien, wenn wir uns auch die Werbespendings der Unternehmen angucken, das sind die 2018er Zahlen, weil die 2019er Zahlen noch nicht da sind, aber der Kuchen bleibt in etwa eigentlich immer gleich groß. Wenn wir uns diese Zahlen angucken, hier Schaltung und Produktion, dann wird man feststellen, oh, da ist noch ganz schön viel offline. Wenn wir drauf gucken, dann ist vielleicht die 50 Euro, wer wird Millionär-Frage, die, dass man sagt, für wen geben die Leute denn am meisten aus? Und wir sehen ja online, okay, ja, so what, habe ich mir gedacht. Aber die 500.000er-Frage wäre wahrscheinlich die, dass man sagt, wer sind denn die ersten drei? Und wenn wir uns das angucken, dann haben wir nach online Anzeigen, Printanzeigen, Doppelseite, Spiegel, Stern, Fokus und so weiter und als dritten Platz haben wir Printmagazins. Das heißt, wir haben nicht nur 39% und Platz 2 und Platz 3 als Offline-Medien. Wir haben an Platz 3 Printmagazins. Über 5 Milliarden, die Leute dafür ausgeben. Und ich denke, das ist durchaus relevant. Das heißt, wenn wir hier über eine Verquickung von Offline und Online reden, dann macht es durchaus Sinn, an dieser Stelle auch über Platz 3 zu reden, wenn die Leute dafür bereit sind, über 5 Milliarden Euro auszugeben. Wenn wir weitergehen und vielleicht nochmal so ein bisschen näher in das Printmailing eintauchen, dann sind wir ein Medium mit einer sehr, sehr langen Geschichte. Keiner weiß genau, wann der erste Werbebrief rausgekommen ist, aber wahrscheinlich exakt einen Tag, nachdem der erste Brief rausgekommen ist, weil dann irgendjemand auf die findige Idee gekommen ist, seine Scheren-Schleifer-Tätigkeiten oder was auch immer auf irgendeinem Markt anzubieten. Wir wissen im Übrigen relativ genau, seit wann es den ersten Katalog gibt. Den gibt es seit 1886 und den hat damals ein Unternehmen rausgeschickt, das hieß Mai und Edlich. Oder besser, das heißt immer noch Mai und Edlich, weil das Unternehmen gibt es tatsächlich immer noch. Seitdem hat das Printmailing eigentlich eine sehr, sehr starke Erfolgsgeschichte hinter sich und wir verschicken heute, also wir alleine als Deutsche Post, jeden Tag noch 23 Millionen Sendungen. Gut. Mögt ihr denken, das sind so ein paar Neckermanns und Quelles, ein paar Leute, die im Grunde genommen aus der alten Zeit noch übrig geblieben sind, die es irgendwie geschafft haben zu überleben und noch nicht von der digitalen Dampfwalze niedergerammt wurden. Und das wird ja keiner sein, der irgendwie von Relevanz ist. Wenn man sich die Namen allerdings anguckt, dann sind da ein paar bei, denen man wahrscheinlich schon eine einigermaßen starke digitale Historie unterstellen würde. Und da sind auch ein paar dabei, denen man auch unterstellen würde, dass die nichts machen, um Geld zu verbrennen und nichts machen, was sich nicht wirklich lohnt. Amazon, eBay etc. setzen auf Papier. Die setzen auf Papier neben den digitalen Medien, natürlich. Es gibt kein Entweder-Oder mehr, sondern es gibt nur noch ein Sowohl-als-auch, aber die setzen auf Papier. Ganz lustig ist übrigens auch, Amazon macht einen Weihnachtskatalog. Und jetzt denkt man sich, Amazon ist eine Plattform, in Katalogen stehen doch immer wieder Preise, wie machen die das denn? Und die haben das ganz clever gelöst, die haben einfach QR-Codes genommen. Und wenn die Leute dann Weihnachten oder gerade auch die Kinder durch das Papier blättern und sich inspirieren lassen und sich im Prinzip den neuen ferngesteuerten Wagen oder einen Buggy oder sonst was raussuchen, dann gibt es einen QR-Code, der führt auf die Kategorie und dahinter liegen dann die unterschiedlichen Anbieter mit den unterschiedlichen Preisen. Und das scheint zu funktionieren. Die haben es nicht nur einmal gemacht, die machen es immer wieder. Gut, werdet ihr jetzt sagen, der Typ erzählt davon, der sagt, das ist alles toll, muss er ja auch, ist sein Job, kriegt er Geld für. Und wenn er es nicht macht, dann hat er irgendwann vielleicht den Job verloren.
Aber wir sind tatsächlich nicht mehr die Einzigen, die das sagen. Wir haben relativ lange die Fahne hochgehalten, aber mittlerweile haben wir Mitstreiter, die ähnlich denken wie wir. Und einer davon ist ein gemeinsamer Bekannter. Ich weiß nicht, wer das letzte Jahr auf den OMR war und ich weiß auch nicht, wer die Keynote-Speech gesehen hat, die Eröffnungsrede vom Philipp. Aber da hat er quasi ein ganzes Kapitel dem Printmailing gewidmet und hat halt auch gesagt, dass er auch sieht, dass es quasi eine Renaissance gibt des Printmailings, weil wir eben Vorteile haben, weil wir immer weniger Konkurrenz auf dem Kanal haben und immer mehr Kunden erreichen können, verglichen mit der digitalen Entwicklung. Ich habe mal versucht, diese Renaissance des Printmailings greifbar zu machen und euch näher zu bringen, worin diese Renaissance und worin diese Vorteile liegen. Ich habe das Ganze mal dreigeteilt, das mal unterteilt in Relevanz, in Reichweite und in Rezeption. Der ein oder andere wird merken, ich habe es versucht, alles mit R anfangen zu lassen. Bei der Rezeption habe ich mich ein bisschen schwer getan, aber es ist nicht im Hotel gemeint und in ein paar Minuten wisst ihr, was gemeint ist. Aber fangen wir doch einfach mal mit der Relevanz an. Warum ist Relevanz heute so wichtig? Relevanz ist deswegen so wichtig, weil wir unendlich viele Werbebotschaften haben, die Tag für Tag auf uns einprasseln. Tausende, vielleicht sogar Zehntausende. Und der menschliche Körper hat sich dadurch eine relativ gute Reaktanz aufgebaut. Wir haben relativ starke Wahrnehmungsschwellen, die man bei uns erstmal überwinden muss, damit Botschaften bei uns in die Augen, in die Ohren, in die Nase oder in den Mund in irgendeiner Weise gelangen. Der Schlüssel dazu ist Relevanz. Und Relevanz entscheidet darüber, ob eine Botschaft, die ich höre, für mich als Werbung und in dem Moment als störend ist, die ich dann einfach abtue und die ich nicht hören will, oder ob eine Botschaft relevant wird, das heißt für mich einen Mehrwert bietet. Und ganz egal, wie sich Kommunikation weiterentwickelt, ganz egal, was passieren wird, wie digital Kommunikation auch wird, es gilt immer die alte Formel, dass ich für Relevanz die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Botschaft erreiche. Und dazu muss ich Botschaften und Kommunikation individualisieren können. Ich muss Themen erpassen können. Ich muss Informationen erpassen können. Ich muss Zeitpunkte erpassen können. Und das können wir. Wir sind als Medium n gleich 1 individualisierbar. Das heißt, wenn ich 1.000, 10.000, 100.000, 1 Million Mailings rausschicke, dann kann ich 1 Million verschiedene Mailings rausschicken und kann über Angebot, über Anrede, über Farbe, über Bilder etc. so individualisieren, dass ich die größtmögliche Relevanz für den jeweiligen Kunden erreichen kann. Gut, würde er sagen, klingt super, kann die E-Mail doch auch. Jupp, kann sie teilen. Die E-Mail hat nur ein anderes Problem und das ist der Teil, der dritte Punkt, der unten steht. Wir sind einfach glaubwürdiger und glaubhafter als digitale Medien. Woran liegt das? Das liegt sehr stark an der Historie. Das heißt, wir sind ein Medium, was schon sehr, sehr lange da ist und Dinge, die lange da sind, denen vertraut man ein Stück weit mehr. Das liegt aber auch an der aktuellen Zeit im Moment. Wenn man sich die letzte Zeit anguckt, dann ist die letzte Zeit auch geprägt von alternativen Fakten, nenne ich sie mal, oder von Fake News, die über unterschiedliche Kanäle, vor allen Dingen digitale Kanäle, verbreitet werden. Und wer das ein bisschen verfolgt hat, der hat gesehen, dass mit dem Ansteigen von Fake News auch Zeitungen wieder eine besondere Bedeutung gewonnen haben und auch gedruckte Zeitungen wieder eine besondere Bedeutung gewonnen haben, weil man eben dem, was man in der Hand hält, was weniger flüchtig ist, einfach ein Stück weit mehr vertraut. Und das ist unser Vorteil. Und das ist auch ein Vorteil, der eigentlich jetzt wieder ein Stück weit mehr aufkommt, weil man eben den digitalen Medien weniger vertraut. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, what's in it for me, von dem, was er da gerade erzählt, ihr habt hier ein Medium, was quasi in der Kombination von Individualisierbarkeit, das heißt der Zielgenauigkeit, die ihr habt und der Glaubwürdigkeit, wahrscheinlich von keinem anderen Medium so getoppt werden kann. Von Relevanz zu Reichweite. Ich bin letztes Jahr über die OMR gelaufen und auch auf anderen Messen geht mir das so. Und dann habe ich Stände gesehen und dann standen auch immer Bullets drauf, Headlines drauf, Schlagworte und dann stand dann auch immer 5 Millionen Reichweite, 10 Millionen Reichweite, 15, 20 Millionen Reichweite. Wir haben eigentlich eine Reichweite von 82 Millionen. Wir sind eigentlich jeden Tag, in jedem Ort, vor jedem Haus, bei jedem Briefkasten, Klammer auf, ausgenommen sonntags, Klammer zu. Und das Tolle bei uns ist, wir können nicht nur jeden erreichen, sondern wir dürfen auch jeden erreichen. Und das ist was Menschen, die sich nicht sehr stark mit Printmailings beschäftigen, was eigentlich immer das größte Aha-Erlebnis ist und was kaum einer weiß,
Während ihr bei der E-Mail, bei der Bestandskundenkommunikation ein Double Opt-in braucht, braucht ihr das bei Printmailings nicht. Das heißt, bei uns können die Leute opt-outen. Das macht aber kaum einer. Das sind auf der aktuellen Robinson-Liste, man schätzt, 600, 700, 800.000. Heißt, wir können die Leute erreichen und wir dürfen die Leute erreichen. Und das hat wahnsinnige Vorteile für die Kommunikation. Kleines Rechenbeispiel. Wenn ich an E-Mails denke, dann bin ich wahrscheinlich schon ganz gut, wenn ich eine Double-Opt-In-Rate habe von 30%. Und dann bin ich vielleicht auch ganz gut, wenn ich eine Öffnungsrate habe von 30%. Und dann erreiche ich 9% meiner Bestandskunden. Und 91% nicht. Wenn ich das jetzt mal umdrehe und sage, wie geht es denn bei Printmailings? Ich habe jetzt mal bei der Erreichbarkeit einfach die 2% wahrscheinlich hochgerechnet, rausgerechnet für die Verweigerer, für die Robinson-Liste. Dann erreiche ich 98%. Und wir haben Öffnungsraten bei Bestandskundenmailings von 80, 82, 84, teilweise 90%. Das heißt, in meiner einfachen Beispielrechnung erreiche ich auf jeden Fall über 75, in dem Moment 78% meiner Bestandskunden. Das ist mal eben ein entspanntes Plus von 766%. Wenn ihr also demnächst über ein reichweitenstarkes Medium nachdenkt, und auch über Bestandskundenkommunikation nachdenkt, denkt einfach mal über Printmailings nach. Last but not least, Rezeption. Quasi doch schon so ein bisschen wie im Hotel, der Empfang der Sendung. Auch hier hat unser gemeinsamer Bekannter in dem Philipp-Magazin eigentlich einen ganz guten Hinweis gegeben. Und vielleicht kann der ein oder andere sich selbst daran erinnern, wie das war, als man vor 20, vielleicht sogar fast schon 25 Jahren das erste Mal seine GMX-Adresse oder seine Web.de-Adresse gesichert hat. Da war in der Inbox bei deiner E-Mail nichts los und dein Briefkasten war deutlich, deutlich voller mit Printmailings. Heute ist das komplett andersrum. Die Inbox, die bei den E-Mails läuft voll und im Briefkasten hat eigentlich ein Mailing ungeteilte Aufmerksamkeit. Was ich mal gemacht habe, einen höchst subjektiven N-gleich-1-Versuch mit meinem GMX-Account. Und ich bin tatsächlich niemand, der extrem viele Newsletter etc. bekommt. Werbemailings pro Tag, die letzten 5 Tage gezählt, 25. Und das ist tatsächlich ein Bildschirmschuss. Mein Telefon von gestern, mehrere Dinge fallen auf. Und das ist jetzt nicht gefaked. Das kann man mir jetzt glauben oder nicht, aber es ist nicht gefaked. Ich habe einfach mal gescrollt und ich habe keine einzige dieser E-Mails aufgemacht. Sonst wäre der Blaupunkt nicht da. Das Zweite, was natürlich auch immer noch ein Problem ist, oben seht ihr, dass Esmeralda mir schreibt und dass sie mir sagt, dass sie etwas Wichtiges über mich weiß. Das heißt, Esmeralda hat mir die letzten Tage auch schon geschrieben und der Spamfilter kriegt es nicht hin. Das heißt, wenn das natürlich passiert, dann ist das nicht gut, sondern das setzt die Reaktanz natürlich noch deutlich hoch, wenn es um Werbebriefe geht. Das Dritte, was mir aufgefallen ist, was ich tatsächlich auch nicht wusste, ich scheine eine Douglas Beauty Card zu haben, aber das lasse ich mal außen vor. Heißt, 25 Werbemails bei mir pro Tag, der Durchschnittsbriefkasten hat 0,5 Werbemails pro Tag. Kann man ganz einfach nachrechnen. Ich habe es gerade schon gesagt, wir bringen 23 Millionen pro Tag unter die Leute. Wir haben 42 Millionen Haushalte. Okay, wir sind nicht die Einzigen, deswegen habe ich es noch ein bisschen hochgemacht, aber es ist nicht mal statistisch gesehen eine Werbesendung pro Tag. Und wenn man sich dann den Kampf um die Aufmerksamkeit vorstellt, der im Moment stattfindet und wo jeder sagt, ha, achte auf mich, guck mich an, hier bin ich, dann ist das der Faktor 50. Was heißt das für euch? Und was sollt ihr daran mitnehmen? Punkt 1. Das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Und das ist eigentlich ein No-Brainer. Wir müssen Kaufentscheidungsprozesse on- und offline begleiten. Und Punkt 2, wenn wir das mit Printmailings machen, dann haben wir relativ starke und gewichtige Vorteile, wo wir den meisten auch digitalen Medien überlegen sind. Ich habe es gerade gesehen. Wir können individualisieren. Wir können Prozesse automatisieren. Wir können datengetrieben arbeiten. Und somit sind wir wahrscheinlich das programmatic-fähigste Offline-Medium von allen. Zusätzlich haben wir eine extrem hohe Glaubwürdigkeit. Und das übrigens nicht nur bei Oma und Opa, den über 70-, 75-Jährigen, sondern auch bei den Millennials.
Wir haben eine wahnsinnig hohe Reichweite, weil wir in der reinen Theorie jeden erreichen können und auch jeden erreichen dürfen. Und wir haben eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit, weil quasi in den Briefkästen niemand mit uns um die Aufmerksamkeit der Leserschaft konkurriert. Weit so gut, mögt ihr sagen, Theorie klingt ja super, aber klappt das auch? Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe und deswegen gucken wir mal in die neuesten Studienergebnisse. Als ich angefangen habe, mich um Dialogmarketing bei der Post zu kümmern, hatte ich natürlich auch die Frage, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, wir haben hier Leute, die tatsächlich noch aus der Zeit da sind, wo das Internet noch gedruckt war und Katalog hieß und als Quellekatalog unter dem Wohnzimmertisch lag und wir uns über Schlauchboote oder HiFi-Anlagen oder Hantelsets in diesen Katalogen informiert haben. Dann ist mir aber auch aufgefallen, dass wir zu dem Zeitpunkt damals, das war so 2016, Anfang 2017 rum, relativ wenig von E-Commercern genutzt wurden. Und dann habe ich zusammen mit dem Collaborative Marketing Club, das ist das CMC, was ihr hier seht, habe ich gesagt, Mensch, ich möchte mal mit denen reden, ich möchte mal mit denen sprechen, ich möchte mal rausfinden, warum die uns nicht nutzen und worum es denn da so geht und was denn das Problem ist. Und das Gute war, das klingt jetzt im ersten Mal immer nicht gut, wenn uns jemand nicht nutzt, aber das Gute war, dass sie uns deswegen nicht genutzt haben, weil sie uns überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Weil das Unternehmen sind, die aus digitalen Geschäftsmodellen entstanden sind, die im Grunde genommen auch Leute von Hochschulen da haben, die auch wenn es Gestalter sind oder Marketeers sind, die vor allen Dingen in Nullen und Einsen denken, die im Bildschirm denken, die gar nicht mehr in Papier denken. Das war für uns gut, weil sie haben uns nicht deswegen nicht genutzt, weil sie uns irgendwie doof fanden oder blöd, sondern die hatten uns nicht auf dem Schirm. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, dann müssen wir doch mal eine Basis setzen, dann müssen wir doch mal eine Messung machen, dann müssen wir doch mal einen Grundstein legen dafür, dass ein E-Commercer sagt, hoppala, das geht, das möchte ich auch machen. Und so ist die CMC-Studie ins Leben gerufen worden. Wir haben bei der CMC-Studie im Grunde genommen E-Commercer davon überzeugt, Printmailings auszuprobieren für Bestandskunden. Das heißt, wir haben gesagt, pass mal auf, unser Hebel ist vor allen Dingen die Reichweite, die wir haben und die Möglichkeiten, die wir haben. Schreib doch mal deine Bestandskunden an und schreib doch mal deine Bestandskunden mit Printmailings an. Und haben im Grunde genommen dann im Zuge dieser Studie KPIs aufgenommen, Conversion Rates aufgenommen, Warenkörbe angeguckt. Im Weiteren haben wir RFM-Cluster gebildet, wo ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen werde. Oder wir haben Werbemittel verglichen. Weil es gibt im Grunde genommen immer zwei Fragen, die mir gestellt werden, wenn ich mit E-Commerce dann spreche. Die erste Frage ist, okay, habe ich kapiert, klingt ganz spannend, wen schreibe ich denn an? Und die zweite Frage nach ist, wen schreibe ich denn an, ist, was schicke ich denn raus? Und das waren so ein bisschen Ideen, die wir versucht haben oder Fragen, die wir versucht haben zu beantworten und die ich euch im kommenden jetzt eigentlich vorstellen möchte. So, die Zahl der meisten eigentlich im Vordergrund steht, im Fokus steht und die wahrscheinlich am engsten verknüpft ist mit der CMC-Studie, ist die Conversion Rate. Wir haben in diesem Jahr eine 4,9-prozentige Conversion Rate gehabt. Wir hatten im letzten Jahr eine 4,5-prozentige, im Jahr davor eine 3,9-prozentige. Ganz oft kommt die Frage, boah, wie habt ihr das gesteigert und so. Das war überhaupt nicht unser Ziel. Wir haben jedes Mal völlig unterschiedliche Unternehmen dabei gehabt und so eine Conversion Rate variiert natürlich sehr, sehr stark. Ob du jetzt 10 Unternehmen dabei hast, die Kühlschränke verkaufen oder 10 Unternehmen dabei hast, die Lieferando einfach deutlich höhere Conversion Rates haben. Aber was die Conversion Rate zeigt, und wenn wir jetzt diese 150 Roundabout Unternehmen nehmen und einen Durchschnitt bilden, da sind wir bei 4,5 und da setzt sich der normale CRMler, der E-Mails rausschickt, schon mal auf den Hosenboden und sagt, hoppala. Denn, und das ist wichtig, wir reden hier nicht über Klicks, wir reden hier nicht über Newsletter-Anmeldungen, sondern wir reden hier über Orders. Wir reden über Bestellungen. Das heißt, wir haben Briefe rausgeschickt an die Bestandskunden und die haben bestellt. Und zwar im Schnitt 4,9%. Ein zweiter Wert, der dabei spannend ist, die Warenkorbhöhe. Wir haben tatsächlich nicht nur unfassbar starke Conversion Rates bei Printmailings, sondern wir haben tatsächlich noch den Fall, dass die Kunden mehr bestellen. In der letzten Studie waren es 12%, jetzt sind es 8%. Auch das variiert natürlich mit der Zusammensetzung. Fakt ist aber, die Kunden konvertieren gut und die Kunden haben höhere Warenkörbe, als sie im Durchschnitt haben. Das übrigens natürlich bereinigt. Das heißt, wenn jemand für 60 Euro bestellt hat, da waren 10% Gutschein dabei, dann haben wir die natürlich abgezogen und haben nur mit 54 Euro gerechnet. Und
Wir haben weder die Conversion Rate noch die höheren Warenkörbe durch irgendwelche Rabattschlachten rausgekriegt. Das, was wir gemacht haben in den Studien, ist, dass wir gesagt haben, hallo Planet Sports, du willst mitmachen, super. Wenn du in deiner E-Mail im Moment 10% anbietest, dann hätten wir für unser Mailing gerne auch die 10%. Aber nicht 15%, nicht 20%, sondern die 10%. Das zusammen ergibt eine Zahl, ergibt ein ROAS von 990%. Vielleicht sagt ROAS nicht jedem was, deswegen werde ich es mal ganz kurz erklären. Der ROAS ist der sogenannte Return on Advertising Spend. Das heißt, der beschreibt, was mit einem Euro eingesetztem Werbebudget passiert. In diesem Moment ist das Werbebudget bei uns das Porto und der Druck. Und wir kriegen für einen Euro Porto und Druck in dieser Studie einen Gegenwert raus von 9,90 Euro. Wichtig hierbei zu verstehen beim ROAS, da ist kein DB2, der irgendwie beachtet wird, da ist keine Marge, da ist kein EBIT, sondern das ist nur der reine Umsatz. Wenn ich aber für 1 Euro 9,90 Euro Umsatz zurückkriege, dann habe ich hoffentlich ein bisschen Luft dafür, dass ich das für mich lukrativ gestalte. Und gerade dieser Wert, gerade dieser ROAS-Wert, wir haben ihn tatsächlich davor gar nicht erhoben, weil es natürlich auch immer ein bisschen schwierig ist, an Daten zu kommen. Aber gerade dieser ROAS-Wert muss bei jedem in den Ohren klingeln. Und wenn ich jetzt, dann spätestens in den nächsten 30 Sekunden. Weil, wenn man sich Return on Advertising Spends von anderen Medien umguckt, und ich habe jetzt mal hier was gefunden, was von 2004 bis 2015 von Nielsen erhoben wurde, dann stellt man zwei Dinge fest. Der ROAS pendelt hier oder schlägt aus bis maximal 4. Das ist jetzt ins Dollar, aber ist ja die gleiche Relation. Das Zweite, was übrigens auffällt, ist, dass der mit dem höchsten ROAS in Offline, das ist ein Offline-Medium. Aber wir haben hier als höchstes mit 3,94 Euro ein ROAS von 394%. Das heißt, man sagt auch roundabout, dass ROAS in dem Verhältnis 4 zu 1 oder vielleicht 5 zu 1, dass die super sind. Wir haben, ist ja noch nicht so lange her, wir können uns daran erinnern, 990%. Das heißt, das ist 2,5- bis 3-fach so viel. Was heißt das wieder für euch? Wenn ihr Printmailings nutzt, dann habt ihr die Möglichkeit, im ersten Schritt, was ich vorhin in der Reichweiten-Sektion erklärt habe, Leute zu erreichen, die ihr sonst gar nicht erreicht, weil ihr einfach keinen Download-In habt. Und wenn ihr die dann erreicht mit Printmailings, dann konvertieren die wie Sau und kaufen dabei auch noch mehr. Das heißt, in der reinen Theorie könnte ich jetzt aufhören, 27 Minuten, und das sollte eigentlich reichen. Ich mache aber aus Spaß noch weiter. Nur mitnehmen, extrem conversionstark, höhere Baskets und ein ROAS, der wahrscheinlich seinesgleichen sucht in der Höhe, wie wir ihn hier haben. Ein weiterer Vorteil, den wir so auch gar nicht geahnt haben vor der ersten Studie, aber den wir von Katalogen kennen und den ihr vielleicht auch von Katalogen kennt. Bei Katalogen ist es so, die bleiben unglaublich lange in der Wohnung. Manchmal so lange, bis der nächste dann wieder da ist. Die liegen irgendwo rum, die werden einfach mal durchgeblättert. Und das ist natürlich relativ gut für das Medium und für die Marke, weil wir da natürlich doppelt und dreifach Kontakte haben, weil wir natürlich auch ein Stück weit eine Markenbildung haben. Das geht bei einfachen Papiermailings eben genauso. Wenn wir nochmal zurückkommen auf die E-Mail, nehmen wir uns nochmal meine Esmeralda oder meine Sixt-E-Mail. Wenn ich die am Montag gekriegt habe und ich habe am Dienstag nicht drauf geguckt und am Mittwoch nicht drauf geklickt, dann ist der Drops gelutscht. Dann ist das Ding durch. Bei Mailings ganz, ganz anders. Was wir rausgefunden haben, und das deckt sich eigentlich über alle drei Studien in den Ergebnissen, dass wir natürlich einen Peak haben in der ersten Zeit. Das heißt, wir haben so ein Drittel der Einlösungen in den ersten zwei Wochen. Aber wir haben zwei Drittel danach. Das heißt, wir haben ein schönes Longtail, wir haben eine konstante Bestellung, die wir haben. Und wir haben dadurch, und das ist wieder wichtig für euch, und das habe ich gerade schon einmal gesagt, den Vorteil, dass wir Doppel- und Dreifach-Kontakte haben, dass vielleicht andere im Haushalt nochmal da drauf gucken. Und dass wir dadurch natürlich eine Größe, die wir ganz, ganz selten mit Printmailings verbinden, wir sind immer so die Dreher, die Abverkäufer, dass wir dadurch natürlich auch eine Marke haben, die wir im Haushalt platziert haben. Und dadurch natürlich auch einen Einfluss auf die Markenbildung. RFM, das nächste, was wir untersucht haben. Ich habe es gerade am Anfang schon mal angedeutet. RFM ist, ich habe den Leuten gesagt, pass auf, ich will eine RFM-Clusterung haben und ich will RFM analysieren.
Und viele haben mir gesagt, boah, RFM, das ist total 90er. Das ist quasi der Mad Eagle unter den Analyseansätzen. So, Dirk, wir sind in Zeiten von Predictive Analytics, von künstlicher Intelligenz und du fängst an, mit Primärdaten rumzuhantieren. Da weiß man noch nicht mal, ob man das überhaupt als intelligent bezeichnen kann. Ich habe es trotzdem gemacht, alleine aus dem Grunde, weil ich gemerkt habe, wie wenig Unternehmen sich alleine mit dem Thema Bestandskunden beschäftigt haben. Unser Problem war ja, wir mussten zu den E-Commercern hingehen und wir mussten sagen, hallo, wunderschönen guten Tag. Habt ihr mal über Printmailings nachgedacht und habt ihr mal über Printmailings bei Bestandskundenkommunikation nachgedacht? Und das Problem ist, dass die meisten natürlich nicht über Printmailings nachgedacht haben, aber eben auch nicht über Bestandskundenkommunikation. Weil viele E-Commercer immer noch dazu neigen, einfach Geld in Suchschlitze zu ballern und sich jedem Kunden einfach neu zu kaufen. Und deswegen war es mir so wichtig, gerade bei der Überzeugungsarbeit und gerade weil Bestandskundenkommunikation vielleicht für viele Neuland ist, dass man mit so einem einfachen Tool wie einer RFM-Analyse einfach mal anfängt. So, für die, die es noch nicht gehört haben, RFM steht für Recency, R, Frequency, F und Monetary Value, M, und bezeichnet eigentlich nichts anderes als die Primärdaten eines Kunden. Das heißt, wann hat er das letzte Mal gekauft? R, wie oft hat er überhaupt schon gekauft? F, wie viel gibt er denn so im Schnitt aus? M, Monetary Value. Und das nimmt man und das clustert man. Das clustert man undankenswerterweise immer in Fünftel, was dazu führt, dass wir, wenn wir uns 12 Monate angucken, in Fünferklassen immer 2,4 Monate haben. Das ist so ein bisschen, ja, schwierig, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann funktioniert auch. Und wenn man sich das anguckt, dann ergibt sich folgendes Bild. Wir haben die, die in den letzten 0 bis 2,4 Monaten gekauft haben in Gruppe 5, die 2,4 bis 4,8 in Gruppe 4 und so weiter. Und in der letzten Gruppe haben wir die, die in Monat 9,6 bis 12 gekauft haben. Und was man sieht, ist nicht wahnsinnig überraschend. Vielleicht, wenn man sich das so vorgestellt hätte, hätte man sich das vielleicht so vorgestellt, dass man sagt, okay, wenn ein Letztkauf länger zurückliegt, dann ist es wahrscheinlich auch unwahrscheinlicher, dass er konvertiert. Heißt, je knapper der Letztkauf zurückliegt, desto besser ist die Conversion Rate. Okay, d'accord, genommen, logisch. Fairer Punkt. Ist ja logisch. Was aber wichtig ist hier, dass man sich bestimmte Dinge anguckt und analysiert und feststellt, wow, klar, dass das so ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Wenn wir mit Kunden sprechen, und wenn wir sagen Bestandskundenkommunikation und einer sagt, jo, machen wir, dann ist der erste Reflex von diesen Kunden immer, nehmen wir die, die 24 Monate alt sind. Nehmen wir die, die 36 Monate alt sind. Und diese Untersuchung zeigt, nö, das ist zu spät. Ihr müsst deutlich früher rangehen. Und wenn man sich das jetzt hier als Beispiel anguckt und man nimmt mal das, was ich jetzt hier gerade rot umrandet habe, dann stellen wir natürlich fest, dass gerade hier in der Klasse von 5 auf 4, das heißt von 2,4 auf 4,8 Monate, ein wahnsinniger Bruch in der Conversion Rate da ist. Das ist natürlich für jedes Unternehmen anders. Aber wenn ich es mir angucke, dann finde ich das im Grunde genommen raus. Das zweite, Frequency. Auch hier ist das Ergebnis nicht so, dass man sagt, boah, das überrascht mich jetzt kolossal. Weil auch das Ergebnis sagt einzig und allein aus, je häufiger jemand gekauft hat, desto höher ist die Conversion Rate. Aber auch hier steckt das Learning, steckt die Tücke eigentlich im Detail, weil ich mir natürlich als einzelnes Unternehmen angucken muss, wen will ich eigentlich wie weiterentwickeln. Und was sich hier ganz schön zeigt, auch im Schnitt über die 40, 41 Unternehmen ist, dass man immer wieder sagt, es ist nicht wahnsinnig wichtig, einen Kunden zum Käufer zu machen, sondern den Käufer zum Wiederkäufer zu machen. Das ist hier so der Teil, der natürlich hier sehr, sehr deutlich wird und der natürlich sehr, sehr wichtig ist, auch hinter in der Auswahl dessen, wen ich anschreibe und was ich tue. Last but not least, Monetary Value. In der letzten Untersuchung hatten wir ja auch eine glasklare Treppe, die haben wir hier nicht. Wir gehen davon aus, dass das ein Stück weit damit zusammenhängt, auch von der Zusammensetzung der Unternehmen, weil man manchmal gleiche Warenkörbe hat oder höhere Warenkörbe hat. Aber auch hieraus, aus dieser Analyse, kann man im Grunde genommen Learnings ziehen. Und wenn ich jetzt hier was sagen müsste, dann würde ich sagen, okay, wenn ich nur eine begrenzte Anzahl an Mitteln habe, dann konzentriere ich mich vor allen Dingen auf die letzten vier. Ganz entscheidend ist, was heißt das für euch? Das heißt für euch, wenn ihr eure Aktionen macht und wenn ihr mit Printmailings arbeitet, Achtung, es gibt schon sehr, sehr große Conversion-Unterschiede, selbst wenn das R kleiner gleich 12 Monate ist. Das heißt, wenn der Letztkauf bis zu 12 Monaten zurückliegt. Und wir stellen fest, dass wir selbst, wenn wir einfachste Primärdaten analysieren, das ist keine Intelligenz, das kann man in der Excel machen.
dass wir hier große Potenziale haben, dass wir Teilzielgruppen rausholen können und dass wir die adressieren können. Denn das ist natürlich nicht so einfach, wie es hier ist. Es gibt natürlich nicht nur 5 und 5 und 5 Gruppen, sondern es gibt natürlich 5 mal 5 mal 5, also 125 Gruppen. Aber wenn ich mir einmal die Mühe mache, und das wäre meine Empfehlung an euch, die Daten mitzutracken und zu gucken, wer wo wie konvertiert, dann kann ich relativ risikoarm, nachdem ich einmal mit 40.000 oder 50.000 Mailings so einen Versuch gemacht habe, kann ich mir relativ risikoarm die Klassen rausnehmen, bei denen ich sehe, dass sie sehr, sehr gut konvertieren und die anschreiben. Oder ich kann feststellen, okay, pass auf, in diesem Schuss nehme ich genau die, die ich von dem Erstkauf auf den Wiederkauf drin bin. Oder die, die nur die ersten 3 Monate oder in den letzten 3 Monaten gekauft haben. Das heißt, selbst diese kleine Analyse ohne Predictive Analytics, ohne KI, bringt mir schon sehr, sehr große Stellhebel, wie ihr gesehen habt. Weil, wie gesagt, die Werte fallen teilweise um die Hälfte nach unten. Was haben wir darüber hinaus gemacht? Ich habe am Anfang gesagt, die 2 Fragen, die wir immer gestellt bekommen, ist, wen schreibe ich eigentlich an und was verdammt nochmal schicke ich eigentlich raus? Und dann haben wir gesagt, okay, pass mal auf, das kann man ein Stück weit mal analysieren. Und wir haben jetzt das erste Mal einen Werbemitteltest gemacht und haben gesagt, relativ bekannte Formate sind im Grunde genommen der Brief, sind im Grunde genommen der Selfmailer und sind im Grunde genommen die Postkarte. Und die nehmen wir jetzt mal und die testen jetzt mal gegeneinander. Und die haben wir so aufbereitet, dass sie ein Stück weit auch vergleichbar sind. Ihr seht das hier an dem Beispiel. Wir haben gleiche Textblöcke genommen, natürlich weniger bei der Postkarte, mehr beim Brief. Wir haben gleiche Visuals genommen, wir haben gleiche Farben genommen, etc. pp. Und wir haben das ganze Block randomisiert über die Nutzer gemacht. Das heißt, wir haben die RFM-Klassen genommen und haben somit dafür gesorgt, dass keine Klasse der potenteren Käufer oder derer, die schon öfter gekauft haben, durch die Werbemittel halt überbevorteilt wird, sodass wir die Ergebnisse vergleichen können. Was ist rausgekommen? Der Brief hat die beiden anderen Werbemittel outperformt und zwar mit 25% plus. Das heißt, der Brief hat deutlich besser konvertiert als Selfmailer und Maxi-Postkarte und das mit 1/4 mehr. Plus, der Brief hat die beiden anderen auch noch outperformed, was die Warenkorbhöhe anbelangt. Das heißt, der Brief hat die höchsten Warenkörbe generiert, gefolgt von der Maxi-Postkarte, gefolgt vom Selfmailer. Und das hat natürlich einen ganz, ganz starken Einfluss auf den ROAS. Und wenn ich gerade gesagt habe, dass ein ROAS von 990 echt verdammt hoch ist, dann sage ich jetzt, wenn wir nur Briefe verschickt hätten und keine Selfmailer und keine Postkarten, dann wäre zumindest in dieser Studie der ROAS auf 1161 gehen. Was sollt ihr hier mitnehmen? Und was ist hier total wichtig? Im Grunde genommen ist das, was wir hier machen, nichts anderes als ein AB-Testing, was ihr aus dem Online-Bereich kennt. Aber vielleicht ist es sogar noch wichtiger, das hier zu machen, weil während wir vielleicht unterschiedliche Displays vergleichen oder unterschiedliche E-Mails vergleichen, haben wir hier einen anderen Unterschied oder eine andere Komponente, die noch rein. Wir haben deutlich unterschiedliche Produktionskosten. Wenn ich nochmal zurückgehe, dann sieht man, dass aufgrund der gleichen oder anders, obwohl sie den gleichen Unterschied in der Conversion Rate haben, kommt die Postkarte hinten beim ROAS deutlich besser raus, als es der Selfmailer kommt. Und das liegt daran, dass der Selfmailer einfach mehr kostet. Und deswegen ist es total wichtig, dass man hier Vergleiche anstellt, und dass man hier die Produktionskosten mit einbezieht. Und dass man hier auch weiß, dass eine maximale Conversion Rate nicht zwingend auch eine optimale Conversion Rate ist. Oder dass eine maximale Conversion Rate nicht gleichzeitig auch zum maximalen ROAS. Recap. Was heißt das für euch? Das heißt, und hammering home the message, ich kann es nur immer wieder sagen, nutzt die Reichweitenvorteile von Printmailings, gerade für die Bestandskonkurrenz. Nutzt die einfachsten Primärdaten, wie wir das hier gemacht haben mit dem RFM, zur Analyse und Optimierung. Ihr habt gesehen, das lohnt sich. Das lohnt sich selbst bei diesem kleinen Zeitraum, den wir gewählt haben. Und nutzt die AB-Testings zur ROAS-Optimierung. Achtung, Produktionskosten sind ein Hebel. Und das heißt, und das kann übrigens sein, dass wenn ihr das macht, für euch der Selfmailer der beste ist. Das beste Format, was rauskommt. Weil es kann sich natürlich genauso lohnen, Produktionskosten zu investieren, nur macht's. Und macht das vielleicht direkt mit der Aussendung, wenn ihr RFM analysiert, nehmt 50, drittelt die, schickt's raus, analysiert und werdet schlau. Okay, mag mir jetzt einer sagen, überzeugt.
Aber wie machen das? Wie sollen wir das machen? Wir haben gehört, das ist super komplex. Und jetzt kommen wir zum dritten. Printmailings. Das digitaler, als man denkt. Nee. Wir sind nicht vermessen. Denn auch wenn wir jetzt durch die Lande ziehen und predigen, dass ein Offline-Medium wie Printmailings, dass es durchaus eine Daseinsberechtigung, eine Chance und eine gute Chance gegen andere Medien hat in diesen Zeiten, so glauben wir nicht, dass wir die Digitalisierung von Prozessen aufhalten können. Das auf gar keinen Fall. Wenn man sich alleine nur dieses Chart anguckt und sich anguckt, wie der MarTech-Markt gewachsen ist und wie die Firmen gewachsen sind, dann wird es immer mehr an Technologien sein, Planung, Budgetierung, Steuerung und Management zu übernehmen. Und was man natürlich auch immer wieder sieht und was natürlich gerade auch im Bestandskundenbereich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass MA-Systeme sehr, sehr stark im Kommen sind. Zwei Zahlen von 2018, zwei unterschiedliche Untersuchungen, aber roundabout nutzen und planen ungefähr 80% der Unternehmen das zu machen. Und das ist natürlich auch immer unser Ziel gewesen, dass wir sagen, natürlich ist unser Output ein Offline-Output, ein analoger Output, aber natürlich wollen wir den Weg finden in die Systeme, in die digitalen Schnittstellen, in die digitalen Wertschöpfungsketten, um vorzukommen. Weil wenn wir nicht drin sind, dann sind wir draußen. Das ist uns auch klar. Und unser Ziel war, ein Best of Both Worlds zu erreichen, dass wir sagen, wir haben die Vorteile des Mediums gleichzeitig in der Nutzung der Vorteile digitaler Prozesse. Einfach um, und das hat sicherlich jeder von euch auch schon mal gesehen, einfach um dem CRM-Manager die Möglichkeiten aus seinem Kampagnentool zu geben, wenn er hier eine E-Mail-Kampagne plant, an irgendeiner Stelle zu sagen, so, pass auf, und genau das ist die richtige Stelle für mich und an dieser Stelle schicke ich ein Printmail. Und das ist ein Prozess, der genauso einfach abläuft, wie er im Moment bei der E-Mail-Planung abläuft. Einfach aus dem System raus oder noch viel besser und noch viel einfacher, dass ich auch bei den Leuten, die ich nicht erreichen kann, weil ich eben kein Double Opt-in habe, die einfach aus meinem System heraus anschreiben kann und somit deutlich profitiere von der größeren Reichweite, deutlich profitiere von meiner Automatisierung, von der Datengetriebenheit und von der Individualisierung und somit, ich habe es gerade schon mal gesagt, Best of Both Worlds erreiche, dass eben beides möglich ist. Und wir haben immer und immer mehr MA-Systeme, in die wir integriert sind. Vielleicht weiß das der eine oder andere noch nicht mal. Das ist gerade die Emasis-Oberfläche, die sehr schwer lesbar, aber im Grunde genommen das Gleiche abbildet, was ich gerade gesagt habe, wo im Grunde genommen hier eine E-Mail-Kampagne konfiguriert wurde, wo an einer Stelle gesagt wird, okay, und in diesem Moment ist es uns total wichtig, dass wir ein Printmailing rausschicken können, weil wir glauben, dass es an der Stelle besser konvertiert, weil wir glauben, dass es, wenn die E-Mail beispielsweise zum dritten oder vierten Mal nicht geöffnet wurde, dass es dann geht, dass sie eben geöffnet wird. Ganz einfach mit einem InDesign-Tool, ganz einfach in der Übernahme der Variablen und der Daten und dass ich hier einfach davon profitieren kann, dass, wie ich am Anfang gesagt habe, aus der Recommendation Engine heraus, aus der Kaufhistorie heraus, aus den RFM-Daten heraus individualisieren. Das heißt, die Stärke, die mir das Mailing bietet, N gleich 1 individualisieren zu können, kann ich mit diesen Lösungen, wenn wir uns per API an die MA-Systeme anschließen, realisieren. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, die Stärken zu nutzen des Printmailings, was Reichweite anbelangt, was Relevanz anbelangt und das Ganze datengetrieben zu machen und automatisiert zu machen. Das ist eine neue Strategie, die wir jetzt seit ein, zwei Jahren fahren, dass wir quasi Microservices anbieten, sei es jetzt Porto-Optimierung oder sei es Druck und dass wir hier immer mehr MA-Systeme etc. anschließen, damit sie im Grunde genommen unsere Lösungen nutzen können. Und das ist ein Stück weit auch der Grund, warum wir sagen, dass wir zwar vielleicht irgendwo einen Offline-Output haben oder einen analogen Output haben, aber immer stärker digitalisiert werden. Und übrigens, wer sich jetzt nicht mehr halten kann und unbedingt gleich losrennen will und sein erstes Printmailing ausprobieren will, der kann das tun. Das geht über FlyAlarm, das geht auch über unseren Printmailing-Planner. Den erreicht ihr über print-mailing-einfach.de. Und das ist eigentlich vielleicht ein Ort, in dem man seine erste Kampagne mal planen kann. Was heißt das für euch? Das heißt für euch, Printmailings sind eigentlich ein Stück weit ein analoger Output, aber mit sehr, sehr starken digitalen Prozessen. Das heißt für euch, ihr könnt aus euren Marketing-Automation-Systemen ohne Systemwechsel etc. pp. Kampagnen buchen,
mit allen digitalen Vorteilen, die die Systeme haben, dass ihr eben automatisierte und datengetriebene Individualisierung machen könnt. Ihr müsst diese Regel nur einmal anlegen und das System feuert von alleine. Und ihr habt die mediumspezifischen Vorteile mit Reichweite und Rezeption. So. Kommen wir langsam zum Ende. Das hätte vor 10 Sekunden sein sollen, idealerweise, aber das kriegen wir noch hin. Und wenn wir das jetzt alles mal in eine relativ große Nutshell packen, dann kann man die Frage, die wir anfangs auf der ersten Folie gestellt haben, wie können wir eigentlich mit Hilfe von Printmailings Kunden zur Dauerbesteller machen, eigentlich in 3 Bereichen beantworten. Der erste Bereich heißt Nutzen, der zweite Bereich heißt Optimieren und der dritte Bereich heißt Integrieren. Wie wir gesehen haben, Printmailings sind ein sehr, sehr starker Offline-Kanal mit sehr, sehr starken Vorteilen. Und wenn ihr Printmailings nutzt, für eure Bestandskundenkommunikation nutzt und nichts weiter tut, dann erreicht ihr die Ergebnisse, die die CMC-Studie erreicht hat. Wenn ihr darüber hinaus noch optimiert, wenn ihr euch das nehmt, dass ihr RFM-Analysen fahrt und darauf aufbaut, Teilsegmente anschreibt, wenn ihr es nutzt, dass ihr AB-Testings von Werbemittelformaten macht und euch das Beste rauspickt, dann habt ihr, wie gesagt, unfassbares Steigerungspotenzial. Und wenn ihr in dem dritten Schritt das Ganze integriert, das heißt in euer MA-System integriert, dann könnt ihr das Ganze automatisiert fahren, als Regel fahren und dadurch eigentlich Best-of-Both-Worlds-Ansatz erreichen, die Vorteile von Printmailings mit den Vorteilen von digitalen Systemen verbinden. Also, worauf wartet ihr noch? Vielen Dank. Und ein letztes. Wer Lust hat auf Mailings, wer Lust hat auf so eine Studie, wer einfach mal mit uns darüber quatschen will, ihr könnt mir eine Mail schreiben, ihr könnt mich anrufen oder ihr schreibt einfach an allesübermailings@deutschepost.de, alles-über-mailings@deutschepost.de und ich bin mir sicher, dass wir zusammen was Spannendes auf die Beine stellen. Und jetzt hoffe ich, dass ihr die letzten 45 Minuten oder 46, 47 Minuten nicht als Verschwendung gesehen habt, sondern dass ihr jetzt auch das Gefühl habt, dass die Entscheidung für diese Klasse eine richtige Entscheidung war. Bis dann.